Hallo Leute, und da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Folge von Batman Arkham Knight. Wir sind ja hier im Inneren des Zeppelins, ja. Wer die letzte Folge geschaut hat, weiß, worum es geht. Wir müssen jetzt hier den... Wir müssen dieses Flugding da irgendwie hacken, dass wir die Kontrolle über den kriegen. Ich habe die Codes. Jetzt kann ich die Drohne gegen sie einsetzen. Mhm. Das ist so cool, oder? Alter, ist ja richtig brutal hier. Richtig brutal. Sie ist elektronisch verriegelt. Wenn ich die Steuerkonsole finde, kann ich sie mit dem Distanzhacking. Hier mit eure Steuerkonsole. Aber gut, wir müssen ja lernen, wie das Ding hier funktioniert. Ansonsten sehen wir ganz schnell alt aus. So, das hätten wir. Jetzt müsste die Tür aufgehen, genau. Sie haben einen Weg hineingefunden, Sir. Irgendeine Spur von Mr. Stack? Noch nicht. Der Arkham Knight und Scarecrows Truppen haben getötet, wen auch immer sie finden konnten. Es muss einen Grund geben, weshalb sie da sind, Sir. Was haben sie vor? Jetzt ist nur Barbara wichtig. Wenn sie sicher ist, kümmere ich mich um den Rest. Aber, Sir, Sie haben die Chance, dies zu beenden. Stellen Sie Scarecrow und retten Sie die ganze Stadt. Auch Miss Gordon würde das wollen. Ich werde niemanden mehr verlieren, Alfred. Dann gehören Sie zu den herausragenden Forscherinnen und Forschern, für die es eine Platz... Batman ist einfach zu lieb, ja? Batman könnte wahrscheinlich alles viel schneller lösen, wenn er sich nicht immer für die... schonendste Variante entscheiden würde. Suche nach Datenverbindung. Ja, warum geht das nicht? Dann muss ich irgendwie noch irgendwas anderes suchen. Aber ich muss doch dahin, oder nicht? Ist es nicht, sind wir da nicht richtig? Was ist denn da für eine Tür? Da müssen wir durch. Genau. Wir müssen hier durch. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, das Ding machen, oder? Immer noch nicht. Falltür sieht aber einladend aus, oder? Geht denn das nicht? Dir? Ach so, da steht aber was drauf, Kumpel. Aber wie komme ich da jetzt rein? Ich muss den irgendwie wegschieben, den Container. Oder ich muss hier runterklettern. Geht das auch? Nee, geht's gar nicht. Hä? Sieh nur, wie groß das Ding ist. Ich hab's nicht nachgemessen, aber er ist größer als dein Eierschoner. Du kannst das Ding nie und nimmer bewegen. Was muss ich jetzt machen? Mit denen, kann ich anscheinend hier irgendwie nichts tun. Warum auch immer. Es wird mir zwar angezeigt, aber ich kann irgendwie nichts machen. Gibt es hier noch irgendwas? Und ich werde die Welt zu einem besseren Ort machen. Seit 2 Jahrzehnten steht Stack Enterprises an der Spitze der biomedizinischen Forschung. Hier vielleicht irgendwie... Nee. Und unsere Vision einer sicheren, sauberen... Verstehe ich jetzt nicht ganz. Hier kann ich überhaupt nichts machen in dem Teil. Das haben wir schon gehackt. Feuerlöscher wird uns auch nichts bringen. Ein kleiner Hinweis wäre nicht schlecht. Aber es gibt keinen Hinweis. Na los, Bats, finde eine Lösung, um den Behälter zu bewegen. Keine Ahnung, soll ich ihn sprengen oder was? Vielleicht mal mit dem Explosivgel? Aber er macht doch gar nichts. Vielleicht muss ich hier auch nochmal hoch. Warum auch immer, keine Ahnung. Von hier oben vielleicht irgendwie? Was ist denn hier? Können wir auch nichts machen, ist auch nur das Fenster. Schlagen. Was bringt es jetzt?
Finde eine Lösung, um den Behälter zu bewegen. Ja. Interessant, wenn man das nur in Bewegung setzen könnte. Ja, will ich ja, Mann. Ist das verbuggtes Ding oder was jetzt hier? Ich kann hier nichts tun. Kann da auch irgendwie nicht mit einem Seil oder irgendwas machen. Kann da gar nichts machen. Wie kriege ich denn das vom Fleck? Was hat denn diese Steuerung hier zu sagen? Ich weiß nicht, was das sein soll. Kann manuell überbrückt werden, um eine Fernstellung des Luftschiffs mit Distanz-Hacking-Gerät zu... Hä? Das ist doch jedes Distanz-Hacking-Gerät, aber... Passiert nichts. Vielleicht von hier irgendwas? Ach, Menno. Ist doch kacke, jetzt suche ich hier 3 Stunden. Geht denn das Ding hin? Interessant, wenn man das nur in Bewegung setzen könnte. Ja, es stimmt. Es ist wirklich interessant, wenn man das in Bewegung setzen könnte, aber ich kann es nicht. Ich. Ein Hinweis wäre hier Gold wert, aber ausgerechnet hier kriegt man jetzt keinen Hinweis. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier komme ich bloß wieder raus. Mensch. Muss ich hier vielleicht nochmal hoch oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Vielleicht von hier oben irgendwas? Hier oben geht doch auch nichts. Ich will ja nicht ganz raus. Nee, hier bin ich definitiv falsch. Definitiv. Tja, Leute, ich weiß es nicht. Leider Gottes ist es hier gerade irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich diesen Block bewegen kann. Ich kann kein Gel raufsprühen. Ich kann nichts machen. Die Tür ist verschlossen. Das ist für die Tür hier. Verriegelung war für die Tür. Und mit E-Mail kann ich nichts machen. Da steht zwar was von Distanz-Hacking-Gerät. Es ist sicher nah. Wirklich nah. Aber ich kann das Distanz-Hacking-Gerät hier nicht benutzen. Also wie... Vielleicht irgendwie durch die Tür hindurch oder so? Ne. Was habe ich denn noch zur Verfügung? Ich habe den Beta-Rang, der bringt mir überhaupt nichts. Kann ich hiermit machen? Hiermit vielleicht irgendwas? Ne. Hiermit auch nicht. Bat-Claw. Aber der bleibt nicht dran, ne? Vielleicht in die andere Richtung. Was haben wir hier noch? Eine Rauchbombe bringt uns höchstwahrscheinlich auch nichts. Seilwerfer.
auch nichts. Scheiße. Alter, ich habe keine Ahnung. High Voltage Danger. Ist nix High Voltage hier. Tja, ich weiß es nicht. Was ist denn das für eine Scheiße hier, echt? Ich glaube, ich muss irgendwas da hinten mit dem Steuerkasten hier machen, aber ich kann da überhaupt nichts mitmachen. Gar nichts. Entweder ist es jetzt verbuggt oder ich bin einfach zu blöd, hier die Lösung zu finden. Hinter vielleicht irgendwas? Ist doch auch nichts. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht, keine Ahnung. Ah, denkst du auch, was ich denke? Nein! Ich hab echt keine Ahnung. Ich kann hier bei dem nichts machen. Warum kann ich hier nichts machen? Wie mache ich denn das jetzt? Ja, es wird mir auch nichts bringen. Es bringt mir überhaupt nichts. Ich weiß es nicht. Kann ich vielleicht... Vielleicht das Ding unter Strom setzen? Oder mal das Distanz-Hacking-Gerät? Was hatten wir dann noch? Nee, das nicht. War denn das Ding hier? Unterbrecher war das, oder? Passiert aber auch nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich null Plan, was ich hier machen soll. Ist jetzt ein bisschen traurig. Ein bisschen sehr traurig, weil die Zeit läuft und läuft und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich da diesen... Mit einem Auto kann ich doch hier nichts machen. Was bringt mir denn jetzt das Batmobil? Das bringt mir doch überhaupt nichts. Also ich glaube, das ist verbuggt. Ich muss wahrscheinlich das... Ich muss das Ding ein bisschen drehen, dieses Schiff. Dass der Kasten wegrollt. Dass der Kasten nach links oder irgendwo hinfällt. Aber ich kann den Steuerkasten hier nicht betätigen. Ich kann nichts machen hier mit dem Teil. Ich habe auch noch nichts mit dem Teil gemacht. Eigentlich müsste das doch noch gehen hier. Alles klar. Alles klar. Man muss bloß raufdrücken. Logisch. Ich glaube, ich war da... Ich schaue mir das Let's Play nochmal an. Ich glaube, ich war da schon dreimal und es stand nie X dort, ja. Das habe ich nicht zugehört, verdammt. Achso, warte mal. Genau. Jetzt passt doch schon. Jetzt passt es. Mann, war das wieder peinlich. So. Jetzt haben wir, was haben wir jetzt gebraucht? 10 Minuten? Scheiße hier. So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt bin ich hier unten und jetzt... Was muss ich jetzt machen? Ach so, jetzt ist das hier davor, oder was? Jetzt muss ich hier... Den hier machen, oder wie? Ah. Wird zur Stabilisierung von Luftschiffcontainer verwendet, manipulierbar mit dem Distanz-Hacking-Gerät. Da hinten gibt es wieder eine Riddler-Trophäe. Mensch, wollte ich doch gerade gar nicht machen hier. Ich wollte doch gerade das Distanz-Hacking-Gerät auswählen.
Ach so. Ach so, und dann bewegt sich das oder wie? Dann kann ich das bewegen, wenn ich das mache oder so. Da hinten ist die Tür, da müssten wir hin, aber ich will erstmal hier... Ich will mir erstmal schnell das Fragezeichen holen, Riddlers Trophäe. Jo, das hätten wir. Und dann machen wir nochmal den hier. Ach so, jetzt verstehe ich das. Das müssen wir so machen. Das müssen wir deaktivieren und dann müssen wir nochmal den hier machen. Und jetzt sollte es, jetzt sollten wir durchkommen. Genau. Ganz genau, Baby. Was ist da oben jetzt? Wo komme ich da hin? Und was gibt's hier? Fragezeichen? Was bringt mir das Fragezeichen jetzt? Was kann ich denn da jetzt machen? Ich muss mir das mal von nahen anschauen. Was geht denn hier jetzt? Ah, ich muss das irgendwie öffnen, aber wie? Warte mal, warte mal, warte mal. Da hinten ist, glaube ich, ein Schalter oder irgendwie sowas, ne? Oder irre ich mich jetzt? Hm, ich glaube, dass ich hier was mit diesem Bad Claw machen muss. Mit diesem ferngesteuerten Beta-Rang, genau. Aber wie und was? Aha. Und jetzt ist offen. Cool. Nice, gleich noch eine. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Uiuiui. Auf die Gelegenheit habe ich schon lange gewartet, Batman. Komm schon, ich schlitz dich auf. Versuch doch mal, Fledermaus. Komm, hauen um. Los, jetzt K.O. schlagen. Ach, der ist schon K.O. So, dann hätten wir das. Hier ist nochmal ein Steuerkasten. Den müssen wir wahrscheinlich hacken. Und wo geht's hier hinten hin? Das ist die andere Seite von der Tür, oder? Okay. Dann machen wir nochmal hier unser Hacking-Gerät. So, jetzt. Genau. Die Soldaten haben Stack. Und so wie er aussieht, hält er nicht mehr lange durch. Ich muss ihn retten. Oh, sind die Dateien? Ich verrate es nicht. Soll wir dir deine Finger abschneiden? Von mir aus. Fangen wir mit den Fingern an. Warte mal, warte mal, warte mal. Da können wir doch mal... Jetzt muss ich erst mal wissen, wer hier eine Waffe hat. Die sind alle unbewaffnet, das ist schon mal gut. Was haben wir da hinten? Das sehen wir jetzt nicht. Er kriegt sie nicht, die gehören mir. Sie gehören uns. Bald gehören sie es gern. Ist gar nichts, was ich irgendwie elektrisch machen kann, oder? Du musst dich nur entscheiden, in wie vielen Stückchen. Na gut, ich muss sie leider so töten. Na, machen wir einfach mal. Scheiße! Wahrscheinlich kacken wir hier eh wieder ab. Komm schon mal, ich muss den Fettlops töten. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Ah, jetzt. Alter, dieses Ausweichen funktioniert teilweise gar nicht mehr. Dauert es nicht mehr lang. Dann habe ich es eh schon wieder erlebt. Oh
Man muss sie immer ausweichen drücken. Alter, wie viele sind denn das? Da braucht echt verdammt viel, ne? Ein Stück Heilung wäre echt cool, aber es geht nicht! Heilung gibt's leider nicht. Ich glaube, wir haben's gleich. Ja, komm. Bam! Das war jetzt aber nicht schlecht, oder? Das war jetzt, glaube ich, echt gut. Gott sei Dank, du bist hier. Ja, ja. Vielen Dank. Die hätten mich umgebracht. Wieso? Was haben sie getan? Nichts. Diese Tiere stürmten rein und feuerten drauf los. Sie haben diese Zylinder eingesammelt. Nimbus-Generatoren. Eine absolut saubere Energiezellentechnologie, die wir entwickelten. Wo ist Scarecrow? Er ist auf dem zweiten Luftschiff. Hatte er jemanden bei sich? Oh, sie meinen Barbara Gordon. Wir wissen doch beide, dass sie schon tot ist, oder, Matt? Du Arschloch. Was wollt ihr denn jetzt? Oh Scheiße, warum stehen die jetzt alle wieder auf? Was geht denn nur? Was geht denn jetzt hier? Joker, du kriegst auch eine rein, wenn du nicht ruhig bist. Werde noch wahnsinnig mit euch. Scheint, als hätte Batman irgendwie so einen kleinen Zusammenbruch gehabt, so einen psychischen irgendwie. Ein bisschen Verfolgungswahn hat er gehabt, glaube ich. Der träumt von Joker. Jetzt hat er ganz verpasst, dass er den Typen retten musste. Und somit haben wir ihn verloren. Naja, wie soll es sonst auch sein? Ja, sonst hätten wir ja nichts mehr zu tun. Oder weniger zu tun. Und damit die ganze Sache nicht abbricht, haben wir halt jetzt mal eine Runde geschlafen. So, was haben wir hier? Piss dich, du Sackgesicht. Ich habe gespürt, wie du die Kontrolle verloren hast. Noch ein Hauch mehr von dem vorzüglichen Angstgas und es ist alles aus. Stack wurde zu Scarecrow aufs zweite Luftschiff gebracht. Ich habe den Plan analysiert und anscheinend wird es durch automatische Geschütze gesichert. Es gibt ein Sicherheitsterminal im Forschungslabor nahe des Hecks dieses Luftschiffes. Die Geschütze sollten sich von dort aus deaktivieren lassen. Zerstöre die Geschütze auf dem zweiten Luftschiff. Dazu müssen wir hier aufmachen, gehe ich mal davon aus. Aber dann brauchen wir wieder unser anderes Gerät. Genau, und dann rüber aufs andere Luftschiff. Meine Güte. Jetzt. Wie war das? Wir müssen jetzt... Ach so, warte mal. Was können wir denn jetzt hier... Ah, können wir da von da drüben auch die Stabilität ändern? Ah, warte mal. Wir müssen jetzt... Fahren wir jetzt rüber? Nee. Ach, warte mal, die Dinger da hinten. Ah, warte mal.
sind denn das hier für Dinger? Hier kommen wir nicht rein, oder? Die Zugangspunkte wurden dafür programmiert, nur Stacks Stimme zu erkennen. Dann muss ich die Dinger jetzt hier irgendwie lösen oder wieder was? Dass die da rausfliegen oder was? Von da oben bin ich, glaube ich, gekommen. Was ist denn da? Genau, hier war ich doch noch nicht. Aber hier komme ich auch noch nicht rein. Und die Stimme von Stax habe ich ja noch nicht. Hm. Interessant, interessant. Ich muss irgendwie hier die... Ah, warte mal. Ich muss hier drin die ganzen Dinger lose machen oder irgendwie so. Du hättest mich bei Ace Chemicals aufgehalten, Batman. Du hast nur das Unausweichliche hinausgezögert. Oh Mann, ich glaube, das wird jetzt... Von den Containern wegtreten, bevor ich das Luftschiff zur Seite neige. Das gilt auch für deine Freundin. Arme, das ist jetzt aber auch witzig hier, ne? Schließ deine Augen. Siehst du, wie sie in der Dunkelheit kauert und den Helden verflucht, der sie im Stich gelassen hat. Sie ist dein Schwachpunkt. Deine Besessenheit zu ihr zieht dich immer weiter in den Abgrund. Ich hätte sie direkt töten lassen können. Es wäre grausam, sadistisch, brutal. Aber ich habe andere Pläne für dich beide. So. Kann ich das Ding jetzt nicht? Doch, jetzt kann ich es deaktivieren. Jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich das auch deaktivieren. Und jetzt muss ich wieder den hier machen. Schon lustig. Schon echt lustig. Dann kommen wir hier mit dem Gel durch, gehe ich mal davon aus. Aber hier gibt es bestimmt noch eine Trophäe irgendwo. Ich bin mir fast sicher, dass es hier noch was gibt. Jetzt muss ich aber nur mal gucken. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will aber nicht, dass hier wird... Warte mal, wir machen erstmal den kaputt hier. Mensch. Mit das Explosivgel... Und dann schieben wir nochmal. Da gibt es bestimmt noch eine Trophäe irgendwo. So, und jetzt schieben wir nochmal. Aber diesmal müssen wir, glaube ich... So hier? Da hinten ist noch was, seht ihr? Da hinten gibt es noch was. Nee, ach, scheiße, scheiße, scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Und jetzt muss ich zurück... Nein! Jetzt zurück, hoch. Oder geht es nur seitlich? Nee, warte mal. Hä? Scheiße, das geht nur so. Genau, und dann müssen wir... Ach, Mensch! Das Ding hier jetzt deaktivieren und jetzt müssen wir wieder den hier machen. Und dann haben wir hier hinten nochmal eine Runde. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Wo geht es denn hier lang? Müssen wir den jetzt vielleicht deaktivieren? Und dann irgendwie den hier? Nee. Den hier vielleicht. Ah. Was haben wir hier jetzt? Gitter verlassen. Wo sind wir denn hier? Ach, jetzt sind wir hier. Ja, aber nicht, dass wir da unten den Gang jetzt dann irgendwie verpassen. Da war ja auch noch ein Gang da unten. Und hier ist der Aufzug. Lösen wir den erstmal kurz hier. Genau. Also ich glaube, dass ich hier eh lang muss. Dann gucken wir jetzt kurz nochmal da unten, wo wir gerade das Explosivgel hingemacht haben. Dass wir da auch ja nichts vergessen, weil... Ich bin mir sicher, dass es hier keine zwei Wege gibt. Jetzt müssen wir allerdings die Scheiße wieder verschieben, so ein Mist. Mal den hier.
Was gibt's denn hier jetzt? Das ist ein Computer. Was können wir hier machen? Gar nichts. Können wir überhaupt nichts machen. Was auch immer das jetzt für ein... Ja, keine Ahnung. Gut, was auch immer das sein soll, wir können nichts machen. Dann halt nicht. Dann gehen wir hier hoch, wie gewohnt. Und hier rüber. Mit dem Aufzug. Und schon sind wir der ganzen Sache aus dem Weg gegangen. Und Umgang. Hör mal, was da unten passiert ist. Ich wollte nicht dich umbringen, sondern deinen Verstand. Ja, ja. Also, sind wir noch Freunde? Fingerabdrücke nicht erkannt. Oh. Ja, Freunde fürs Leben. Oh, was ist denn da? Ich bin eh unschuldig. An allem ist nur Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. Ah, warte mal, wir müssen hier... Mensch! Alter! Wir brauchen die normalen, glaube ich. Ist das schon wieder hier ein Code? Das müssen alle gleichzeitig sein, ne? Scheiße! Kann ich denn mehrere anvisieren? Geht denn das, dass ich hier mehrere anvisiere? Das geht nicht, ne? Ach. Wo führt denn das Ding hin hier? Was ist denn da drüber? Mensch! Ach so. Ja, aber das ist doch auch nochmal ein Fragezeichen. Ach Mensch, ich mag sowas nicht. Ach. So, dann wären wir jetzt hier. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich die Fragezeichen... Warte mal, was ist denn hier oben? Oben kann ich doch hin. Und hier ist eine Luke. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich die alle drei betätige. Was ist denn hier eigentlich? Aber ich glaube, hier müssen wir hin. Das wollen wir ja noch nicht. Oder ich will das eigentlich noch nicht. Ihr habt einen blinden Passagier. Findet ihn. Nee, hier will ich noch gar nicht hin. Scheiße. Ich glaube, da brauchen wir diesen... Was ist denn, wenn wir hier jetzt runtergehen? Kann man hier jetzt runter? Bestimmt, oder? Vielleicht kann ich von hier aus jetzt dann... Nee. Ja, wo müssen wir denn hier hin? Was ist denn hier? Was gibt's denn hier? Weil kommen wir auch noch nicht lang. Also gut. Nein. Ich habe ja gelesen, es gibt noch einen coolen Erfolg. Und zwar, wenn man eine gewisse Meteranzahl... Das kann man wahrscheinlich sogar ganz gut hier machen. Warte mal. Seilwerfer war das, glaube ich. Weil man eine gewisse Meteranzahl mit dem so überbrücken kann. Muss man nur immer wieder hin und zurück, glaube ich. Dann dürfte das gehen. Wenn ich jetzt hochzoomen kann. Alter, wo geht er denn hin?
Also gut, noch einmal hin und noch einmal zurück und dann lassen wir die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zählt jetzt hier oder so. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der Erfolg ging, aber ich glaube irgendwie, man muss in einer bestimmten Höhe so und so viel Meter zurücklegen mit dem Teil. Naja, gut. Ist halt so, ne? Gut, dann gehen wir einfach mal hier durch. Wie die Trophäen bekommen, weiß ich leider nicht. Vielleicht auch tatsächlich irgendwie erst später, ne? Jo Leute, hier beenden wir die Folge erstmal. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like, einen Kommentar da lasst oder vielleicht sogar mich abonniert, ja. Ansonsten hoffe ich, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, wenn wir direkt hier weitermachen und gucken, ob wir überhaupt Scarecrow zu fassen kriegen. Und natürlich sind wir gespannt, ob Barbara Gordon tatsächlich tot ist oder noch am Leben, ja. Das letzte Arkham Knight Spiel oder das letzte Batman Spiel von der Trilogie oder was heißt Trilogie, sagen wir mal von der Batman Saga auf den Konsolen. Könnte natürlich sein, dass Barbara Gordon tatsächlich auch stirbt. Ja. Aber gut, wir wissen es noch nicht, wir sind gespannt und alles weitere gibt es in der nächsten Folge von Batman Arkham Knight. Danke fürs Zuschauen, bis dann, tschüss.